Also, ich habe ja schon länger gesagt, dass ich mal einen kleinen Ausflug nach Österreich gemacht habe und hier kommt jetzt der Clip dazu. Aufgrund der GEMA kann ich euch keine Musik oder so drunter legen. Das Einzige, was ich gehabt hätte, wäre Beethovens Mondscheinsonate, aber das fand ich etwas zu düster. Weil, ja, ihr werdet sowieso sehen, es war ein sehr spaßiger Ausflug und wir sehen uns am Ende vom Clip nochmal. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und schaut euch das an, es ist wirklich lustig. Und bis bald. Habe ich es im ersten Teil vergessen. Also was ich sagen wollte war, ich war in Österreich nicht nur aus, ja doch eigentlich schon aus Spaß und Freude, aber vor allem auch, weil ich einen Käseautomaten gesucht habe, weil ich gehört habe, dass es sowas gibt und ich fand das so einen coolen Gedanken, weil ich total gern Käse esse. Und ja, den haben wir dann in Österreich gesucht und ja, hier seht ihr dann unsere Suche in dem Video, das jetzt anfängt. Also dann. Hey ho, ihr da draußen und meine Zuschauer und Mom und wer auch immer. Im Moment sitze ich im Auto und wir sind gerade auf dem Pfänder und jetzt sind wir auf dem Weg vom Pfänder weg, was irgendwie verrückt klingt, weil ich suche gerade einen Käseautomaten und ja, ich bin gerade in Österreich. Unglaublich auch, wa? Ich bin in Österreich. Ich werde nachher noch viele Fotos machen, um euch zu beweisen, dass ich in Österreich auch wirklich war und die werde ich dann auf Facebook oder ja, Facebook, Twitter ist mir gerade zu anstrengend. Auf Facebook teilen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Mini-Blog, der spontan entstanden ist, auch wirklich ankommt. Bis dann. Tschüss.
Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat der Ausflug wirklich gut gefallen. Und inzwischen habe ich den Käse auch schon probiert. Und der ist wirklich hervorragend. Und ja, ich würde es jedem auch empfehlen. Ist auf jeden Fall ein spaßiges Erlebnis. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ihr zuletzt einen Ausflug hingemacht habt. Oder eben auch andere Sachen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Wir sehen uns dann auf jeden Fall am Mittwoch oder am Freitag wieder, wann auch immer ich dieses Video hier hochlade. Eine tolle Zeit bis dahin. Tschüss!